Nochmals herzlich willkommen. Wir sind hier, um die größte Chance zu ergreifen. Die größte Chance zu ergreifen, zu erkennen, wer wir wirklich sind. Wenn wir tief in uns reinschauen und uns als unsterbliches Bewusstsein erfahren, dann gehört uns dauerhafter Frieden, dauerhafte Leichtigkeit, ein Wissen um unsere eigene Zeitlosigkeit, um unsere eigene Ewigkeit. Aber es scheint mir so zu sein, dass sich die wenigsten für diesen Weg interessieren. Wenn wir in die Menschheit reinblicken, versuchen die Menschen normalerweise, ihre Gefühle, ihre Gedanken wegzubringen. Sie unternehmen alles, um ihre Emotionen nicht fühlen zu müssen oder ihre Gedanken nicht anschauen zu müssen. Und genau das ist aber ein Schlüssel, eine Weichenstellung, auf welchen Weg wir abbiegen, ob wir weiter als getrennte Person durchs Leben laufen oder ob wir uns wahrhaftig selbst erkennen als das ewige Sein und dadurch, egal was uns geschieht, egal was uns passiert, egal was wir erleben, gleichzeitig einen tiefen Frieden in uns erfahren. Die Menschheit ist wie Herakles, der gegen die Hydra kämpft. Er versucht, die Köpfe der Hydra abzuschlagen. Vielleicht kennt ihr diese griechische Mythologie. Aber jedes Mal, wenn Herakles einen Kopf der Hydra abgeschlagen hat, wachsen zwei Köpfe nach. Und genauso ist es mit unseren Gefühlen. Wenn wir irgendetwas anwenden, irgendeine Technik, irgendeine Methode, wo sich das Gefühl künstlich auflöst, können wir sicher sein, dass das Gefühl wieder zurückkommt. Denn das Problem ist nicht gelöst. Die Hydra lebt weiter. Das, was ich empfehle, meine Lieben, ist, zur Wurzel aller Probleme zu gehen, zur Wurzel all unseren Leids zurückzukehren. Und die Wurzel bedeutet, sich als getrenntes Ich zu erfahren. Ich kann mich immer wieder nur wiederholen. Ich bin viele Wege gegangen und der einzige Weg, der mich befreit hat, war, dass ich meine Gefühle und meine Gedanken umarmt habe, dass ich gegen meine Gefühle und meine Gedanken nicht mehr angekämpft habe, dass ich mich rein entspannt habe, dass ich eins geworden bin mit ihnen. Und dann ist die Wurzel der Trennung, die Wurzel von emotionalem Leid automatisch aufgelöst worden. Solange wir versuchen, unsere Gefühle weghaben zu wollen, funktioniert es ganz kurz. Dann gibt es aber noch immer ein Ich, das für kurze Zeit glücklicher ist. Es gibt noch immer mich als Person, mich als getrenntes Wesen, das sich kurzzeitig befreit fühlt. Aber wie bei der Hydra, der Kopf wächst nach. Der Gedanke kommt zurück, die Angst kommt zurück, die Sorgen kommen zurück. Wir wissen es, wir spüren es, tief in uns, dass die Zeit uns neue Umstände bringt, die Zeit uns neue Emotionen, neue Gedanken, neue Situationen bringt und wir versuchen wieder gegen den Umstand anzukämpfen. Gehen wir doch zur Wurzel des Problems, kehren wir dorthin zurück, woraus unser Lebenskampf besteht. Das Gefühl der Trennung, meine Lieben. Das Gefühl der Trennung bedeutet das Gefühl, ein gespaltenes, separates Ich zu sein. Und wenn wir aus dieser Energie rausleben, erst dann kommen unendliche Gedanken, erst dann kommen Ängste, erst dann kommen Sorgen und die ganze emotionale Palette, die wir kennen. Meine Empfehlung ist, nicht so wie die Menschheit versucht, diese Fäden hier durchzutrennen. Denn diese Sachen wachsen wieder nach. Gehen wir zur Wurzel. Gehen wir hierher. Trennen wir
diesen Faden, trennen wir den Faden des Ichs, trennen wir den Faden der Unbewusstheit. Und so wie ich es schon gesagt habe, alles beginnt, wenn wir unbewusst sind. Wenn wir unbewusst sind, fühlen wir uns getrennt vom Leben. Wenn wir uns getrennt vom Leben fühlen, fühlen wir uns minderwertig, klein. Wir haben keinen Selbstwert, wir haben kein Selbstwertgefühl, kein Selbstbewusstsein. Und daraus entsteht die gesamte menschliche emotionale Palette. Wenn wir immer wieder uns entscheiden, meine Lieben, ab jetzt auch ein bisschen mehr Bewusstheit in unser Leben zu bringen, immer wieder sich zu erinnern, wir können ja den gegenwärtigen Moment auch bewusst erleben, dann bedeutet das Folgendes. Diese Palette, woran dieser Faden hängt, wird weniger und weniger und weniger und zusätzlich wird das Gefühl der Trennung weniger. Wir können sagen, dass sich die zwei Energien, die Ich-Energie und die ganzen Ängste, die ganze Trauer, die ganze Einsamkeit, die ganze Schuld, diese Energien treffen sich und implodieren ineinander und lösen sich auf. Und überbleibt der ewige Frieden, das ewige Sein, die Selbsterkenntnis, das Erwachen. Und dafür, meine Lieben, bin ich hier, um euch diesen einfachen Weg zu zeigen. Und ja, es braucht ein wenig Geduld, denn wir sind es nicht gewohnt, bewusst durchs Leben zu laufen. Wir schlafen nach ein paar Sekunden wieder in unsere Unbewusstheit ein. Das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Wir erinnern uns einfach immer wieder, dass wir auch bewusst hier sein können. Und dann sehen wir Folgendes, dass die Gedanken, die Ängste, die ganzen Emotionen in uns kein Problem sind. Meine Methode, die ich euch ans Herz lege, ist keine Methode. Jede Methode, wo wir versuchen, rauszukommen aus unseren Gedanken, rauszukommen aus unseren Methoden, aus unseren Gefühlen, ist Flucht, ist bereits Widerstand. Meine Empfehlung ist, mit dem zu sein, was ist. Dann durchschneiden wir die Trennung und durch die Trennung, weil sich die Trennung verändert in die Einheit, fallen die ganzen Gedanken, die ganzen Zwangsgedanken, die ganzen schweren Gedanken und die schmerzhaften Emotionen in sich zusammen. Und ganz wichtig ist es, meine Lieben, was ich immer wieder rückgemeldet bekomme. Andreas, ich mache es eh, ich mache es eh, ich mache es eh. Es wird ein bisschen besser, aber die Ängste kommen zurück. Ganz entscheidend ist, ohne Motiv, auf unsere Emotionen schauen. Ohne Motiv auf unsere Gedanken schauen. Was meine ich damit? Wir schauen sie nicht an, dass sie weggehen sollen. Wir schauen sie einfach nur an. Wir üben uns in der größten Kunst, die man erlangen kann. In der reinen Wahrnehmung, in der reinen Beobachtung, ohne Motiv. Ohne dass sie gehen müssen, ohne dass wir sie manipulieren wollen, ohne dass wir vor ihnen flüchten. Wir sind einfach hier mit unserer Liebe, mit unserem Sein und lassen sie da sein. Das ist das ganze Geheimnis, meine Lieben. Das ist das ganze Geheimnis. Aber weil wir das von Anfang an niemals gelernt haben, einfach ohne Motiv da zu sein, funktioniert es teilweise schleppend. Wir haben immer gelernt, irgendetwas zu tun, um irgendwo hinzukommen, irgendein Ziel zu verfolgen.
Ja, in der Welt ist das wunderbar. Wenn wir was erreichen wollen, ist das wunderbar in Raum und Zeit. Aber mit unserem Frieden, mit unserem Glück, mit unserer Liebe, mit dem Erwachen funktioniert das so nicht. Da ist eine Ehrlichkeit gefragt. Da ist ein Dasein gefragt, ein absichtsloses Dasein. Ein natürliches Dasein mit unserer inneren Welt. Ohne Motiv. Das ist das ganz Entscheidende. Und dann kann es herausfordernd sein. Dann schauen wir uns endlich einmal unsere Ängste an. Dann schauen wir uns endlich einmal an, was wir uns von der Früh bis am Abend erzählen. Aber wenn wir das aushalten, wenn wir das aushalten, einfach nur mit dem Sein, dann beginnt die Verschmelzung. Dann beginnt die Vertiefung. Dann gehen wir von der oberflächlichen Menschsein in die Tiefe des Bewusstseins. Einfach nur, weil wir da sind. Einfach nur, weil wir da sind. Meine Lieben, können wir jetzt einfach nur da sein? Mit allem, was unsere Innenwelt zu bieten hat, können wir mit dem gegenwärtigen Moment wirklich bewusst hier sein? Natürlich können wir. Die ernsthaft Suchenden können es. Wenn die Priorität hoch ist, wenn das Leid groß genug ist, dann können wir es. Sind wir da? Ich lade euch ein, sind wir jetzt ein paar Minuten einfach nur da mit dem, was ist? Ohne Motiv. Ohne Ziel. Atmen wir tief ein und aus und erlauben wir, zu dem zurückzukehren, was wir sind. Wir sind der Hintergrund aller Dinge. Wir sind die Leinwand, worauf alles geschieht. Lassen wir für ein paar Minuten einfach alles da sein. Die Gedanken, die Emotionen, das Jucken, das Kratzen, was auch immer. Werden wir eins mit dem, was ist? Verschmelzen wir mit dem gegenwärtigen Moment? Entspannen wir uns in das Jetzt hinein? Lassen wir den gegenwärtigen Moment absolut in Ruhe. Lassen wir ihn von selbst geschehen. Lassen wir ihn von selbst entfalten. Sind wir einfach nur hier. Alles geschieht in unserem Sein. Alles geschieht in unserem Bewusstsein. Jeder Gedanke, jede Akustik, jede Emotion, alles, was gesehen wird, nichts wäre da, wenn wir nicht da wären. Wir als das Sein, wir als das Bewusstsein. Gehen wir in die Einheit auf. Gehen wir in das auf, was wir sind. Verfangen wir uns nicht, dass wir unsere Gefühle weghaben wollen, dass wir sie verändern wollen. Sie sind wunderbar, sie sind vollkommen. Sie sind ein Teil des Lebens, sie sind ein Teil unserer Wahrnehmung.
Sie gehören jetzt zu uns. Sie tanzen jetzt auf der Leinwand unseres Seins. Sie bewegen sich, sie kommen, sie gehen, sie kommen, sie gehen. Aber wir sind da, wir sind still. Wir sind unberührt da. Schauen wir nur zu. Schauen wir einfach nur zu. Für den Frieden müssen wir nichts tun. Wir sind der Frieden. Wir sind es selbst. Jeden Frieden, den wir erfahren, durch etwas zu tun, ist nicht der Frieden, den wir suchen. Der Frieden muss ohne Bedingung sein. Die Liebe muss ohne Bedingung sein. Sie muss einfach da sein. Mit Gedanken, ohne Gedanken. Mit Emotionen, ohne Emotionen. Mit Schmerz, ohne Schmerz. Wir als die reine Wahrnehmung sind immer da. Egal, was wir erfahren, egal, was wir wahrnehmen, wir sind immer da. Und das erfahren wir, indem wir loslassen, indem wir einfach nur im Moment sind. Und die beste Methode, die beste Technik, die beste Therapie ist, da zu sein mit dem, was ist. Denn dann löst sich das Gefühl der Trennung auf. Und dann sehen wir, es gibt uns gar nicht. Es gibt uns gar nicht als ein sterbliches Ich. Es gibt uns gar nicht als eine Person, die Angst hat. Es ist einfach nur Angst da. Na und? Es ist doch vollkommen egal. Angst ist okay, Angst ist wunderbar. Trauer ist okay, Einsamkeit ist okay. Es gibt aber niemanden, der ängstlich ist. Es gibt niemanden, der traurig ist. Es gibt niemanden, der einsam ist. Es ist einfach nur das Gefühl da. Nichts kann uns tangieren, nichts kann uns berühren, nichts kann uns zerstören, wir als das unsterbliche, formlose Sein. Alles ist Energie. Kämpfen wir nicht mit unserer eigenen Energie. Kämpfen wir nicht mit unseren Emotionen. Sonst kämpfen wir gegen das Leben. Wir kämpfen gegen uns. Wir machen uns zu einem kleinen Ich. Wir identifizieren uns mit den Gedanken, mit dem Gefühl der Trennung und fühlen uns abgespalten vom Leben. Dann glauben wir, wir sind Andreas, der geboren ist und sterben wird. Wir sind nicht die Form. Wir sind nicht der Name, wir sind nicht die Gedanken, wir sind nicht die Gefühle, wir sind nicht unsere Biografie, wir sind nicht unsere Zertifikate, wir sind nicht unsere Beziehungen. Wir sind nicht unsere Erlebnisse. Wir sind das, was die ganze Zeit bezeugt. Wir sind der stille, unsichtbare, zeitlose Zeuge von diesem wunderbaren Schauspiel hier. Und zu diesem Schauspiel darf alles dazugehören. Schließen wir nichts aus. Das Leben ist okay, wie es ist. Das Leben ist gut und vollkommen, wie es ist. Nur wenn das Ich da ist, gibt es ein Problem. Das Ich ist gedankenvoll. Das Ich ist ängstlich. Das Ich ist sorgenreich, das Ich ist traurig. Kein Ich mehr, keine Unbewusstheit, keine Trennung mehr. Kein Problem mehr. Kein Problem mehr. Kein Problem mehr. Sein, Frieden, Leichtigkeit. Und darin können noch immer Gefühle hochkommen, Emotionen hochkommen, Gedanken hochkommen. Aber es gibt niemanden, der damit ein Problem hat. Es gibt niemanden, der damit kämpft. Es ist eine Illusion, dass wir glauben, wir sind die Person, wir sind der Körper. Und die Wurzel ist unsere Unbewusstheit. Wenn wir unbewusst sind,
verfangen wir uns in unseren Geschichten, in unseren Gedanken. Und die Gedanken sagen uns dies, die Gedanken sagen uns das von der Früh bis am Abend. Wenn wir bewusst sind, lösen wir uns von den Gedanken und kehren in unseren Frieden unseres Seins zurück. Schritt für Schritt. Das dauert natürlich ein bisschen. Aber wenn wir uns ernsthaft mit diesem Erwachungsprozess beschäftigen, dann ist für jeden dieses Erwachen möglich. Weil wir es ja sind. Wir sind ja bereits erwacht. Wir sind ja bereits Bewusstsein. Meine Lieben, schlagen wir der Hydra nicht die Köpfe ab, die nichts bringen. Schlagen wir der Hydra den einen unsterblichen, scheinbar unsterblichen Kopf ab, namens Ich, namens Trennung, indem wir das ultimative Schwert namens Bewusstheit nehmen. Und dann, fällt das Ego, fällt die Trennung, fällt die Illusion des Ichs in sich zusammen und wir sehen, was wir immer waren und immer sein werden. Marion schreibt, aber wir haben ein Motiv erwachen. Natürlich sind wir wegen einem Motiv hier, aber in dem Prozess lassen wir das Motiv los. In der Meditation lassen wir das Motiv los. Wir sind einfach hier. Und das ist eben die Kunst. Die Kunst des reinen Daseins, die Kunst der reinen Wahrnehmung. Ohne kategorisieren, ohne irgendein Label drüber zu geben, ohne irgendetwas zu verurteilen, beurteilen. Einfach nur wahrnehmen. Einfach nur wahrnehmen. Es ist so einfach und der Verstand macht es so kompliziert. Und warum? Weil wir von klein auf gehirngewaschen sind. Weil wir von klein auf konditioniert worden sind. Es ist das einfachste und natürlichste, sein eigenes Dasein wahrzunehmen. Und dieses Dasein, dieses berühmte Ich Bin, bedeutet bereits zurückzukehren in die Einheit, über die Emotionen und Gedanken hinauszugehen, weiter hinauszugehen, eine andere Kraft wahrzunehmen, einen Frieden wahrzunehmen. Befassen wir uns nicht mit den Ästen des Baumes. Befassen wir uns nicht mit einzelnen Themen oder Gefühlen, wenn wir auf menschlicher Ebene nicht weiterkommen. Wenn wir natürlich eine Lösung haben auf menschlicher Ebene, dann ist das wunderbar. Das mache ich ganz genauso. Wenn ich eine Lösung habe und mit irgendwem sprechen kann oder ein gutes Gespräch führen kann und das löst sich auch wunderbar. Oder keine Ahnung, was auch immer, irgendetwas, wo wir wissen, das hilft uns jetzt. Natürlich gehen wir diesen Weg. Aber zusätzlich gibt es noch einen anderen Weg. Zusätzlich gibt es noch einen anderen Weg, wo wir uns absolut frei und unabhängig machen von allem und jenem, indem wir zurückkehren zu uns, indem wir tiefen Frieden erfahren, tiefe Akzeptanz erfahren. Und aus dieser Kraft, aus dieser Energie versuchen wir, das Problem zu lösen. Versuchen wir, ja, auch in Raum und Zeit auf der menschlichen Ebene das Problem anzugehen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir als Person versuchen, unsere Probleme zu lösen, dann ist oft ein Widerstand, oft ein Konflikt, oft eine Schwere. Wir stoßen oft gegen die Wand, wir kommen oft nicht weiter.
Und dann rumort es in uns, dann ist ein Unfrieden in uns, ein Kampf ist in uns. Und meine Empfehlung ist, lassen wir immer wieder diesen gegenwärtigen Moment da sein. Lassen wir unseren Unfrieden da sein und sinken wir in einen Frieden zurück, in einen grundlosen Frieden zurück, in eine grundlose Akzeptanz zurück. Und dann laden wir uns auf, dann sind wir gelassener, entspannter, schauen auf unseren Alltag, auf unsere Beziehungen, auf unseren Job, auf all das, was wir erleben, anders, mit anderen Augen. Einfach weil wir zufrieden sind mit uns selbst. Einfach weil wir bei uns selbst angekommen sind. Und wenn wir etwas lösen können, wunderbar. Und wenn wir es nicht lösen können, haben wir trotzdem die Akzeptanz und den Frieden in uns. Dedane schreibt, es ist eher so, dass ich mit kaum einem Menschen mehr Zeit verbringen möchte, weil ich dieses unbewusste Verhalten einfach nicht mehr um mich herum haben möchte. Ja, Dedane, das kann ich gut verstehen. Das hatte ich auch eine Zeit lang. Das war bei mir auch sicherlich 1-2 Jahre war diese Energie auch da, weil ich wusste, ich brauche, um zu reifen und dass das fester wird in mir, brauche ich wirklich entweder Menschen um mich, die mir gut tun, oder gar keine Menschen. Also ich kann das verstehen, Dani. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Und es ist auch gut so. Hör auf dich. Hör auf dich und gib dich nur mit den Menschen ab, die dir gut tun. Und ich kann dir sagen, wenn das in dir gefestigt ist, wirst du dich wieder mit allen Menschen unterhalten können. Es wird dir vollkommen egal sein, was ein Mensch sagt, ob er bewusst ist oder nicht. Du wirst durchlässig werden. Du wirst absolut durchlässig werden und kannst aus deiner Weisheit entscheiden, was du hergibst und was du nicht hergibst. Brigitte schreibt, ich bin als Brigitte hier. Andreas ist, ich bin als Andreas hier. Wir sind als Name hier. Wir sind nicht als Name hier. Es ist in Wirklichkeit gar nichts da. Es ist nur Bewusstsein hier. Wir sind als Bewusstsein hier. Wir sind als Bewusstsein hier und geben uns selbst Namen. Geben uns selbst eine Geschichte. Und geben uns selbst die Illusion von Raum und Zeit. Wenn wir von unserer Unbewusstheit zurückkehren, sehen wir, es ist gar nichts hier. Es ist niemals etwas geschehen. Es ist nichts anderes hier als Bewusstsein, was mit sich selbst spricht, mit sich selbst spielt. Eingefärbtes, bewegtes Bewusstsein. Also, es gibt nichts anderes als Bewusstsein. Es gibt nicht Mensch und Bewusstsein. Es gibt nicht Andreas und Bewusstsein. Es gibt Bewusstsein, worin die Erscheinung namens Andreas erscheint. Und genauso ist es bei euch. Wir sind dieser Bewusstseinsraum, worin die Erscheinungen namens Körper erscheinen. Solange wir unseren Gedanken glauben, der uns sagt, so ein Blödsinn, was Andreas erzählt. Dort sitzt er ja. Das ist doch ein Körper, ist doch eine Form. Und wenn ich auf mich runterschaue, mein T-Shirt, mein Körper, er ist manifest. Ich kann das alles anfassen, natürlich. Aber all das ist auch Bewusstsein. All das ist auch geträumtes Bewusstsein. Dass wir unseren Körper anfassen können, der warm ist, der weich ist, der hart ist, was auch immer, ist bereits Traum. Ist bereits wie im nächtlichen Traum etwas Geträumtes. Wenn wir auf unseren Körper schauen, bewusst, rein, reine Wahrnehmung, dann sehen wir, Brigitte, der Körper ist Illusion. Es gibt keinen realen Körper. Es gibt keine Materie. Es gibt nichts anderes als die eine Energie. Wir haben uns da
geeinigt, wir nennen sie Bewusstsein. Birgit schreibt, wenn ich dir zuhöre oder ich bin in der Meditation oder in Momenten des Bewusstseins, reagiert der Körper über extreme Hitze. Kennst du das? Das kenne ich selbst von mir nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach eine Reaktion ist des Erwachensprozesses. Es ist eine Reaktion deines Energiefelds. Du bist einfach nur hier. Du bist einfach nur hier und das macht ja mit deinem Energiefeld etwas, weil du bereits dabei bist, dich selbst zu erkennen. Und das kann Reibung verursachen. So wie ich vorher sagte, wenn wir bereit sind, unsere Gefühle und Gedanken anzuschauen, kann das zuerst einmal Reibung verursachen. Und Reibung bedeutet Wärme und Hitze. Sarah fragt, verschwinden Bewertungen automatisch? Nein. Aber sie kommen aus einer anderen Instanz, aus einer anderen Tiefe. Die ganze Spiritualität ist sehr paradox. Und ich verstehe, dass man hier sich überhaupt nicht mehr auskennt. Wir hören, hör auf zu benennen, hör auf zu bewerten, hör auf zu verurteilen, hör auf zu beurteilen. Und auch ich sage das manchmal. Das ist einfach nur ein Eingangstor, dass es in uns still wird, dass wir zurückkehren zu uns. Einfach nur eine Empfehlung an die scheinbare Person. Hör auf einmal zu bewerten. Sei einfach nur hier. Wenn du dann tief zurück zu dir kommst und dich als das Sein erkennst, dann darf alles da sein. Benennen, beurteilen, verurteilen, Beschimpfung, Analyse, alles. Mit dem großen Unterschied, dass du weißt, dass nicht du das machst, sondern dass es unpersönlich in deinem Erfahrungsraum erscheint. Die Bewertung erscheint einfach, sie gehört niemandem. Sie bedeutet gar nichts. Das Ich nimmt seine Bewertung als voll, als etwas Trennendes. Und aus dem Sein heraus, wenn Bewertung entsteht, ist es nicht mehr trennend. Es ist einfach nur eine Energie, die jetzt der Verstand nicht verstehen kann. Also, wenn das Erwachen tatsächlich geschieht, kann alles zurückkommen. Alles. Aber es gehört niemandem. Es gibt nichts Persönliches mehr. Es gibt kein Ich mehr. Und dadurch ist nichts ein Problem in Wirklichkeit. Dadurch sind die Bewusstseinsinhalte kein Problem mehr. Ramona fragt, dann ist der tiefste Schmerz, den wir haben, einfach die Abtrennung von unserem wahren Selbst, was wir ja selber vorgenommen haben, letztlich. Absolut richtig, Ramona. Genauso ist es. Dieser Trennungsschmerz vom Leben ist die Ursache aller Ursachen. Die Ängste, die Schmerzen, die Trauer, die Einsamkeit, die Schuld, die Scham, das Versagen, was auch immer, sind nur Auswirkungen. Auswirkungen von dieser einen Ursache. Deswegen sage ich ja, durchtrennen wir den einen Faden namens Trennung, namens Ich. Und alle Wirkungsgrade, alle Auswirkungen verändern sich ganz automatisch von selbst. Sind wir jetzt bewusst da, meine Lieben? Durchtrennen wir jetzt den Faden? Entschließen wir uns jetzt immer öfters, einfach präsent hier zu sein? Für ein paar Sekunden.
für ein paar Sekunden wach zu sein. Wie wenn wir in einem Warteraum sitzen und wir wissen gleich, der Arzt ruft uns auf. Der Arzt ruft gleich unseren Namen auf. Und wir sind wach, wir sind hell. Weil wir wissen, der Arzt ruft uns gleich auf. Wir sind nicht konzentriert, wir sind einfach nur da, wir sind einfach nur wach. Und diese Energie, meine Lieben, durchtrennt den einen Faden. Diese Haltung, dieser Wachheitsgrad durchtrennt die Ursache allen Leids. Nein, es wird nicht alles bedeutungslos. Um Gottes Willen, vergesst es, das Ganze mit dem Verstand zu verstehen. Wenn das Erwachen da ist, erkennt man sich als nichts und gleichzeitig fühlt man sich tief verbunden mit allem, was ist. Es ist nichts bedeutungslos, ganz im Gegenteil. Es ist aus sich heraus füllig, aus sich heraus vollkommen. Aus sich heraus, grundlos, schön. Weil wir das Schönste sind, weil wir das Einzige sind, was es gibt. Wir sind die Schönheit. Wir sind die Ganzheit. Den Gedanken glauben wir nicht mehr, wenn wir uns den Gedanken bewusst werden. Wenn wir unseren Gedanken bewusst wahrnehmen, sehen wir, sie haben oft keinen Wahrheitsgehalt. Sie sind hohle Energie. Einfach nur wahrnehmen, einfach nur beobachten, einfach nur anschauen. Wir sind dahinter. Wir sind jenseits der Gedanken. Wir sind jenseits unserer Gefühle. Wir sind jenseits dieses Körpers. Wir sind göttliches Sein, wie Michael schreibt, ganz genau. Wir sind göttliches Sein, auch jetzt, was aus euren Augen schaut, ich wiederhole es immer wieder, ist es bereits. Ist es bereits, was ihr sucht? Lasst das Suchen los. Lasst für eure Emotionen die Techniken los. Lasst es alles los und öffnet euch für das, was da ist. Geht den ehrlichen, den offenen Weg mit dem gegenwärtigen Moment. Und dann seht ihr, die Bewegungen geschehen sowieso, die Veränderungen geschehen sowieso, die Handlungen geschehen sowieso, die Aktionen geschehen sowieso. Aber aus einem Frieden, aus einer Liebe, aus einer Weisheit heraus. Solange wir uns getrennt vom Leben fühlen, rennen wir einmal als unglückliches Ich durchs Leben und dann, wenn wir einen Lottosex machen, wenn wir den Traumpartner finden, wenn wir den Traumjob finden, als glückliches Ich. Aber wir sind noch immer ein Ich. Wir sind noch immer abgespalten vom Leben. Wir fühlen uns noch immer minderwertig. Wir fühlen uns noch immer verletzlich. Wir fühlen uns noch immer sterblich. Wir fühlen uns noch immer abhängig von den anderen. Wir versuchen noch immer, Anerkennung zu bekommen. Wir suchen noch immer, unser Mangelbewusstsein zu kompensieren. Mit Geld, mit Status, mit Materiellen, mit was auch immer. Wir versuchen, unser Mangelbewusstsein mit etwas Zweitem zu kompensieren. Und das ist anstrengend. Das ist sehr anstrengend. Denn das bedeutet, abhängig zu sein. Abhängig zu sein von Menschen, von Umständen, von Geld, von was auch immer.
kehren wir zurück zu uns, sehen wir sind nicht abhängig. Wir sind von niemandem abhängig. Nicht einmal von diesem Körper sind wir abhängig. Wir leben ewig weiter. Wir leben ewig weiter. Ja, bewusst zu sein bedeutet, in der Wahrnehmung zu verweilen. Genau, zu bemerken, einfach zu bemerken, was ist, zu registrieren, was ist. Es bedeutet unsere Aufmerksamkeit. Ein anderes Wort wäre, wir sind aufmerksam. Wir sind einfach aufmerksam. Und wenn wir jetzt aufmerksam hier sind, werden wir merken, dass uns nichts verletzen kann. In unserer Aufmerksamkeit gibt es nichts zu lernen, gibt es nichts zu wissen, nichts zu tun, nichts zu können. Unsere Aufmerksamkeit bedeutet unsere Urenergie. Da ist alles satt, alles vollkommen, alles perfekt. Wenn wir einfach aufmerksam hier sind. Und das darf trainiert werden, weil der Aufmerksamkeitsmuskel schwach ist. Er wurde nie trainiert. Er wurde nie trainiert. Es fühlt sich vielleicht unnatürlich an. Es fühlt sich unüberwindbar an. Aber meine Lieben, ich verspreche euch, wenn ihr einfach spielerisch das angeht, einfach immer wieder aufmerksam hier seid, werdet ihr Gefallen daran finden, weil ihr tief in euch spürt, immer mehr in euch spürt. Wenn ihr aufmerksam hier seid, seid ihr kein Ich mehr, seid ihr keine Person mehr, kann euch nichts zerstören. Und dann macht das natürlich immer mehr auf. Die Energie macht immer mehr auf, der Bewusstheitsgrad macht immer mehr auf. Es wird tiefer, es wird stiller, es wird liebevoller, es wird befreiender. Genau. Siegfried schreibt, meine Erfahrung ist, wenn ich frei bin, bin ich glücklich, leicht und alles ist ein bisschen oder sehr lustig zum Lachen. Ja, dann bist du bei dir, Siegfried. Dann bist du in deiner Uressenz. Dann bist du nicht mehr in Siegfried. Dann erfährst du dich nicht mehr als Form. Dann erfährst du dich als formloses Wesen. Und was formlos ist, ist leicht. Was formlos ist, ist weit. Was formlos ist, ist schwerelos. Was formlos ist, haftet an nichts. Was formlos ist, kann nicht geteilt werden. Was formlos ist, kann nicht verletzt werden. Was formlos ist, kann nicht sterben. Und das sind wir. Okay, meine Lieben, wow. Ich lese noch zwei Fragen vor von Ramona. Kannst du noch etwas zum Widerstand sagen? Ich spüre diesen massiven Widerstand in mir und ich weiß, dass der tiefe Schmerz dahinter ist. Dann bleibe ich einfach mit dem Widerstand präsent und erlaube ihm einfach zu sein. Und wenn er irgendwann möchte, dann geht er. Fragezeichen. Ganz genau. Der Widerstand ist dein Bewusstseinsinhalt. Meine Empfehlung ist, keine Technik, keine Methode, kein Wegmeditieren, kein Wegtherapieren. Sei dir dieser Energie namens Widerstand einfach nur bewusst.
Lass ihn da sein. Lass ihn da sein. Dann schmilzt er in deiner Bewusstheit. Birgit schreibt, wenn ich ein Gespräch mit jemandem führe, lege ich mein Bewusstsein auch in die Hände, da ich dann besser zuhören kann. Ist das so richtig? Ich weiß nicht genau, was du meinst, Birgit. Du kannst dein Bewusstsein nicht in andere Hände legen. Du bist das Bewusstsein. Hör einfach zu. Wenn du sprichst, hör deiner eigenen Stimme zu. Wenn wer anderer mit dir spricht, hör einfach der anderen Stimme zu. Das ist Meditation. Das ist Dasein. Das ist Verschmelzung. Einfach zuhören. Einfach pure Wahrnehmung, was ist. Okay, wunderbar, Gisela. Gut, meine Lieben. Gehen wir den einen Schritt weiter zurück. Wir wissen mittlerweile, dass nicht die Angst das Problem ist, sondern das Gefühl der Trennung. Wir wissen, dass nicht die Gedanken das Problem sind, sondern das Gefühl der Trennung. Wir wissen, dass nicht die Einsamkeit das Problem ist, sondern das Gefühl der Trennung. Versuchen wir, zur Wurzel zurückzukehren und versuchen wir, einfach ab jetzt, einfach nur ein bisschen bewusster hier sein und wir lösen Schritt für Schritt das Gefühl der Trennung auf und dadurch auch alles andere, was daran hängt. Meine Lieben, wer Lust und Laune hat, ich bin noch ein paar Minuten hier und ich lade euch ein, dass wir einfach wieder nur ein paar Minuten hier still diesen kraftvollen Satsang gemeinsam ausklingen lassen. Ich empfehle euch, vielleicht auch die Augen mal geöffnet zu lassen und erkennt, wie einfach es ist, auch mit geöffneten Augen im gegenwärtigen Moment zu verweilen. Einfach nur präsent, entspannt da zu sein. Wir müssen uns nicht anstrengen, dass wir da sind. Wir sind mit Anstrengung da, wir sind ohne Anstrengung da. Ich empfehle, ohne Anstrengung da zu sein. Einfach absichtslos jetzt ruhen in uns selbst. Alles ist willkommen. Unsere innere Welt ist vollkommen und okay, wie sie jetzt ist. Nichts daran ist verkehrt. Nichts daran ist verkehrt. Alles darf da sein. Wir lassen alles in unserem Raum da sein. Alles hat Platz. Wir sind unendlich. Wir sind ewig. Uns kann nichts teilen. Uns kann nichts trennen.
entspannen wir uns in den Moment hinein. Genießen wir den Moment, als wäre er der letzte Moment. Genießen wir alles, was dieser Moment jetzt zu bieten hat. Nur unser Verstand teilt, nur unser Verstand sagt gut und schlecht. Genießen wir alles. Genießen wir auch das, was uns nicht gut schmeckt. Genießen wir auch das, was uns nicht bekommt. Lassen wir es einfach da sein. Und dann öffnet sich eine neue Dimension in uns. Dann öffnet sich das Namenlose. Okay, meine Lieben. Vielen, vielen Dank. Ich lade euch herzlich ein, heute in einer Woche ist der nächste kostenfreie Satzung und würde mich sehr freuen, wenn ich euch dann wieder begrüßen darf. Alles Liebe.